Hallo liebe Gartenfreunde. Kohlrabi könnt ihr ab April pflanzen. Wenn ihr vorgezogene Jungpflanzen habt, so wie ich hier, müsst ihr noch ein bisschen aufpassen, wenn es kalt wird, gerne noch mal abdecken über Nacht. Beim Pflanzabstand kommt es stark auf die Sorte an. Ich habe eine Sorte, die recht große Knollen bildet, in diesem Fall die Sorte Superschmelz. Da nehme ich als Pflanzabstand 40 cm. Bei kleinknolligen Sorten reichen auch 25 cm. Den Boden habe ich schon vorbereitet, das heißt, ich kann direkt anfangen mit den Pflanzen. Aber damit es schön gerade wird, setze ich erstmal eine Pflanzschnur. Schnur ist gespannt. Weil ich die 40 cm nicht ganz genau so im Kopf habe, lege ich mir zur Orientierung einen Zollstock aus. Jetzt verteile ich die Kohlrabi-Pflanzen. Achtet beim Einpflanzen von Kohlrabi unbedingt darauf, dass sie nicht zu tief in die Erde kommen. Dieser kleine Wurzelballen sollte oben nur ganz leicht mit Erde bedeckt sein. Wenn die Pflanzen zu tief in die Erde kommen, dann bilden sie nämlich keine Knollen. Die Kohlrabi sind drin, jetzt gieße ich die noch an. Kleinknollige Kohlrabi sind nach 6 bis 7 Wochen erntereif. Meine großknollige Sorte hier, das dauert schon mal 11, 12 Wochen. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Ernte. Und wünsche euch auch ganz viel Erfolg beim Kohlrabi-Anbau.